Hallöchen. Heute wollte ich mit euch diese zwei Seiten gestalten. Und zwar ist mein neues Journal ein kleines Ringbuch, weil ich schon immer mal was mit Ringen ausprobieren wollte. Und ich mache mir ja immer am Anfang eine Seite für das neue Buch. Und jetzt, es ist halt kein Buch, es ist ein Ringordner, aber trotzdem. Und das wollte ich jetzt mit euch zusammen gestalten. Ich habe mir auch schon hier an der Seite, also da, ein paar Sachen zurechtgelegt, die ich auf jeden Fall verwenden möchte. Zum Beispiel ganz viele Sachen aus einer Happy Mail, die ich jetzt letztens gekriegt habe von der lieben Anni. Also nicht Frau Bieber, aber Anni. Und ja, jetzt legen wir mal los. Ich hatte mir hier die Seiten markiert, damit ich weiß, welche Seiten ich frei halten muss. Weil auf der Rückseite ist natürlich schon was anderes. So. Und ich habe mir hier schon zwei Bilder rausgesucht, die ich hier gern hinkleben wollte. Die passen von der Stimmung her sehr gut zusammen. Ja, und da kleben wir, denke ich mal, auch was in den Hintergrund. Dann nehmen wir mal, ich denke mal hier diesen Streifen. Reißen wir uns mal ein bisschen zurecht. Kleberoller. So, kleben wir einmal auf die Ecke. Müssen wir einmal den Überstand hier abschneiden. Ich habe bis jetzt ja immer in Büchern quasi gejournalt. Bis auf, also die Traveler Notebooks Hefte, die zähle ich nicht als Bücher, die haben ja nur 64 Seiten. Das wird mir wahrscheinlich gerade mal so für einen Monat reichen, bei dem Umfang, wie viel ich journal. Und Travelers Notebook war für mich nichts, weil die nie offen liegen bleiben, die klappen sich immer wieder zu. Geht mir wahnsinnig auf den Keks dann. Also wenn man sie in dieser Travelers Notebook Hülle drin hat, außer man hat, weiß ich nicht, das schwerste Journal der Welt da drin. Aber für mich war das nichts. Also ich habe die Hefte inzwischen alle aufgebraucht. Also ist nicht so, als hätte ich das nicht genutzt. Aber ja, ich nutze es auch immer noch. Also in gewisser Weise ist es jetzt mein Haushaltsbuch, wo ich so ein bisschen aufschreibe, für was denn das Geld, was reinkommt, dann wieder flöten geht. Aber dann habe ich es halt, weiß es ich nicht, 5, 6 Mal im Monat in der Hand. Und das war's. Das große Bild hätte ich gern hier unten. Da könnte ich gern irgendein breites Tape im Hintergrund machen. Was nehmen wir denn da? Könnten wir das hier nehmen?
Das sieht so ein bisschen aus wie zusammengeknülltes Papier. Und das sieht doch dann ganz nett aus. So. Kleben wir das hier unten hin. Das ist nicht gerade. Naja, auf jeden Fall, weil wir ja ein neues Familienmitglied erwarten, was auf sich warten lässt, wollte ich mal das Ringplanersystem ausprobieren. Ja, immer noch nicht ganz gerade, aber gerade wird's nicht. Weil ich mir das als flexibler vorstelle, also weil wir natürlich durch den Neuzuwachs dann mehr Termine haben. Und ja, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich quasi auch schneller damit wieder aufhören, weil meine Bücher, die schreibe ich tatsächlich immer alle komplett voll. Und bei dem Ringbuch wäre das ja quasi dann voll, wenn ich das will. Also könnt ihr dann aufhören und dann wären halt nur so und so viele Seiten drin und fertig. So, das haben wir schon mal. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Kleben wir hier noch irgendwas drüber. Das hier zum Beispiel. Ja. Ja. Passt vom Farbton auch schön. Ja, sehr hübsch. Gucken wir mal, ob wir noch im Bild sind. Ja, perfekt. So, dann müssen wir irgendwie da drauf schreiben, dass welche Nummer an Journal das inzwischen ist. Und zwar wäre das ja dann das Volume 14, müsste das sein. Ich guck mal eben bei meinem letzten. Ja, 14 ist es dann. Haben wir dafür einen schicken Post-it, ist jetzt die Frage. Irgendwas, wo wir da drauf schreiben. Ich finde die ja toll. Aber ich glaube nicht, dass das da drauf schreibt, aber wir versuchen es mal. Weil die sind so halbtransparent und da schreibt aber so gut wie nichts drauf. Na, versuchen wir mal trotzdem. Dafür nehme ich mal mein Tombow Fudonosuke und versuchen das mal. Na, schreibt nicht drauf. Nicht so wirklich jedenfalls. Das können wir vergessen. Versuchen wir es mal mit dem anderen Stift. Ich habe hier auch noch so einen wasserfesten, der auch auf Washi-Tape und Folie schreibt. Mal gucken, ob der schreibt. Ja, das sieht doch viel besser aus.
So, dann malen wir einfach per Hand die Linien nach. Also ich kann das nur auf Englisch, die Downstrokes, also die Linien, die man beim Schreiben natürlicherweise nach unten ziehen würde, um diesen Kalligraphie-Effekt, den ich beim Fudonosuke gehabt hätte, nachzuahmen. So. Dann müssten wir eigentlich hier noch irgendwas hinmachen. Aber was? Male ich da was hin? Schreibe ich da noch was hin? Ach, schreiben wir dann noch alles, was mich glücklich macht. Das schreibe ich auf jede erste Seite. Damit ich, also es ist ja eine Collage aus Dingen, die mich alle glücklich machen. Also schreiben wir das dahin. Ja, das ist doch hübsch. So. Müssen wir nur gleich mal gucken, wo der dann landet. Die Post-its kommen wieder in die Packung zurück. So. Könnte man hier so hinmachen. Oder hier oben. Ich glaube, den machen wir da oben hin. Ist das schon trocken? Ja. Letztes Mal hatte ich einen anderen Stift. Habe da drauf geschrieben. Es sah schön aus. Und dann habe ich aufgeklebt. Natürlich direkt verwischt. Ist doch Mist. So. Einmal ein bisschen näher ranholen hier. Ja. So schön. So. Wir machen weiter. So. Den kleben wir dann hier unten hin. Und kleben dann ein von den Frau Bieber Stickern hin. Ich möchte gern ein von den Grasstickern verwenden, also von den Gräsern. So. Nehmen wir wieder die Schere. Schnipsel kann weg. So, und dann hatte ich mir hier beiseite schon diese Sticker gelegt. Und welches nehmen wir da jetzt? Also ich glaube, wenn dann von denen hier. Ich glaube, ich nehme das hier. So. So, der klebt schon mal. Können wir dann, kleben wir dann noch ein anderes Gras neben. Dieses schmale vielleicht hier.
Ja, das schmale kleben wir dann noch neben. Ja, das sieht doch nett aus. So. Die Gräser haben wir abgehakt. Dann kommen wir wieder in die Tüte. Ja, Mai. Willst du noch in den Schrein gehen? Muss ich später noch umkleben in mein Stickeralbum, wenn ich dann noch genug Platz finde. So. Dann gucken wir mal ins Stickeralbum, ob wir noch einen der Mädchensticker mit dazu kleben. Vielleicht die hier mit dazu kleben. Mit hier oben hin. Nein. Nö. Nö. Vielleicht die mit dem Fahrrad. Ja, die mit dem Fahrrad, die nehmen wir einfach. Die schneide ich mal eben aus und die kleben wir dann so einmal hier hin. Machen wir im Hintergrund noch mal ein bisschen Karo-Tape. Ja. So. Ende schneiden wir wieder ab. So. So, da könnten wir noch, kleben wir noch diesen Punkt hin, der war auch in der Happy Mail. Ja, das ist doch hübsch. So, dann kleben wir irgendwas hier hin. Was wollen wir da machen? Was Schmales. Da können wir auf jeden Fall gleich noch die Gräser hinkleben. Ich bin ja nicht so für kitschige Sprüche, aber das bietet sich ja gerade hier an. Wo habe ich denn meine Pinzette? Da. Gucken wir mal. Ja. Passt dahin. Haben wir die Ecke da oben schon fast fertig. So. Was haben wir denn noch hier Schönes? Nehmen wir mal einen Hintergrund. Das Tape hier. Das hier. Ob wir noch im Bild sind. Jo. Machen wir mal hier oben hin. Ja, das ist schön. Und dann kommt da der Sticker hin.
Dann möchte ich, also das war auch, ich habe besitze jetzt zum ersten Mal, außer in aus Louis Bunn Bestellungen, das Kupfertape und da will ich auf jeden Fall was von verwenden. Und zwar kräuseln wir das mal ein bisschen. Und dann kleben wir das hier unten hin. Machen wir das links oder machen wir das quer? Wir machen das quer. Sehr schön. Das passt sich hier auch an den Kreis an. Und da können wir die Pilze hinkleben, sodass die ein bisschen auf das obere Bild noch mit drauf gehen. Ich habe den Verdacht, dass mein Freund schon wieder meine Schere hier benutzt hat, weil die so schwer auf und zugeht. Er benutzt die mal gern, um seine Vorfächer fürs Angeln zu basteln. Aber wo habe ich denn jetzt meine silberne Schere? Da. Rums. Ich habe ihm eigentlich letztens, als wir in, also das ist ja nicht letztens, aber vor ein paar Wochen waren wir in Köln und da habe ich ihm Idee, so ein Zweierpack von diesen kleinen weißen Scheren gekauft. Von diesen Bastelscheren und habe ihm dann auch eine gekauft, damit er nicht immer meine nimmt. Aber ich habe im Verdacht, dass er sich daran nicht gehalten hat. So, ist doch hübsch. Könnten wir hier noch die Beeren mit dazu machen? Ja, machen wir mal. Na. Ach, komm. So. Habe ich gleich schon fast alle Schnipsel, die ich von Anni bekommen habe, verklebt. So. Sieht doch schon gar nicht mal so übel aus. Haben wir nur noch ein paar Lücken. Guck mal, was ich so gemacht habe auf der Seite von dem anderen Journal. Da sieht das nämlich so aus. Einen Stempelabdruck könnte ich noch machen. Was von den Kittertapes könnte ich noch machen. Ja. Ich habe hier noch so einen Streifen von einem Washi-Tape, den ich, den kleben wir mal hier hin. Na. So. Ja, der passt da ja sehr schön hin. Hier ist jetzt noch irgendwas mit Zahlen drauf, das braucht kein Mensch. Streifen heben wir uns mal auf. Der Rest des Bogens ist leer. So. Haben wir noch was Schönes, was wir da hinkleben können? Irgendein Washi-Tape.
Streifen hiervon zum Beispiel. Oder was von den Häusern hier. Wir könnten auch noch welche von den Journal mit dazu kleben. Davon noch was mit dazu. Und den da könnten wir auch noch was. Ja, den restlichen Platz kriegen wir auch noch voll. So, dann machen wir. Von dem Washi. Das schneide ich mal eben aus. Machen wir das einmal so. Und einmal so. Lieber so. Ja, den nehmen wir. So. Nehmen wir noch einen von dem. So. Und den Rest mache ich mal eben mit der Stifte und dann hole ich euch mit wieder dabei. Hiermit wären wir dann fertig und haben die Seite dann zu Ende gestaltet zusammen. Ich kann sie jetzt noch einmal mit euch einheften. So, der passt leider nicht ganz mit aufs Bild, aber das ist ja nicht so schlimm. So und so und dann war's das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir ein bisschen zuzugucken beim Basteln. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!